Ja, und jetzt ist am Ende so auf dem Laufsteg zu sehen, das ist, also weil man weiß immer nicht so, was am, man hat so eine Vorstellung, was am, was rauskommen soll, aber es wird dann immer so anders, aber es ist, also man ist dann selber immer wieder so überrascht, was man eigentlich jetzt gerade so gemacht hat. Und ja, es war so eine Art Herzblut-Kollektion irgendwo. Und es war auch das erste Mal in meinem Studium, dass ich irgendwo geschafft habe, ziemlich gut strukturiert zu arbeiten und eigentlich ziemlich zielorientiert zu arbeiten. Und ich hatte die Vision schon relativ früh im Kopf, wie es sein soll. Und es ging eigentlich nur noch darum, das irgendwo in die Realität umzusetzen. Sehr toll, es war sehr überraschend. Jetzt ist so ein Gefühl tiefer Entspannung. Ich glaube, meine größte Motivation durchzuhalten war immer, dass ich ein Ergebnis schaffen wollte, mit dem ich selbst zufrieden bin. Und das bin ich. Es ist immer schön, die Sachen auf dem Laufsteg zu sehen, aber es sind so viele Vorbereitungen zu treffen, es ist so eine lange Zeit, in der man darauf hinarbeitet, auf den Moment. Und dann ist der Moment ganz kurz und alles ist vorbei. Und man kann es noch nicht so ganz realisieren, wenn es vorbei ist.
deshalb stand ich mit den anderen dort und wusste eigentlich gar nicht, was passiert und habe auch überhaupt nicht damit gerechnet, dass mein Name fällt. Ja, einfach überrascht, positiv überrascht. Ich habe mich ursprünglich mit menschlichem Verfall befasst, mit Tod und Leben und der Grenze zwischen Existenz und Nicht-Existenz, also ein sehr starkes und sehr auch anspruchsvolles, anstrengendes Thema. Wenn man den Begriff Verfall hört, hat man andere Bilder im Kopf als das, was ich zeigen wollte.